Erter il Vulkan und Lavasee Travelreise Selmkensi Seltsamkensi. Autor D. Seltsamkensi. Ein Reisebericht in den Lavasee und Vulkan von Erta il in Äthiopia. Der Erta il, Afa, Ertaale oder Irtaale, Berg, der raucht, ist ein basaltischer Schildvulkan im Afar-Dreieck, Danakil, im Nordosten Äthiopiens, der sich 613 Meter über den Meeresspiegel erhebt. Er liegt auf der Riftzone des ostafrikanischen Grabenbruchs, einer kontinentalen Nahtstelle, die Ostafrika auf einer Länge von 6000 Kilometern bis nach Mosambik durchzieht. Der Vulkan erhebt sich über dem Boden eines trockengefallenen Meeres, das entstanden war, als der Danakil-Block durch die Plattentektonik angehoben wurde und dadurch das Afar-Dreieck vom Roten Meer trennte. Der Erta-il ist einer der wenigen Vulkane weltweit, in dessen Caldera sich ein aktiver Lavasee befindet. Der Krater hat einen Durchmesser von 50 Metern und ist 85 Metern tief. Auf halber Höhe befindet sich eine Terrasse, die aus erstarrter Lava entstanden ist. Die Lava des Sees ist ebenfalls oberflächlich erstarrt, durch die Konvektion zerbricht sie in dünne Platten, die über den See treiben. Die Prozesse, die die Entstehung und die Bewegung dieser Platten steuern, entsprechen in ganz kleinem Maßstab denen der Kontinentaldrift und der Plattentektonik. Der Erta-il ist Bestandteil der nach ihm benannten Ertaale Vulkankette, deren höchster Vulkan mit 1031 Metern der Ilbago ist. Erta-il Vulkan und Lavasee Travelreise Selmkensi Seltsamkensi. Autor D. Seltsamkensi. Ein Reisebericht in den Lavasee und Vulkan von Erta-il in Äthiopia. Der Erta-il, Afa, Ertaale oder Irtaale, Berg, der raucht, ist ein basaltischer Schildvulkan im Afar-Dreieck, Danakil, im Nordosten Äthiopiens, der sich 613 Meter über den Meeresspiegel erhebt. Er liegt auf der Riftzone des ostafrikanischen Grabenbruchs, einer kontinentalen Nahtstelle, die Ostafrika auf einer Länge von 6000 Kilometern bis nach Mosambik durchzieht. Der Vulkan erhebt sich über dem Boden eines trockengefallenen Meeres, das entstanden war, als der Danakil-Block durch die Plattentektonik angehoben wurde und dadurch das Afar-Dreieck vom Roten Meer trennte. Der Erta-il ist einer der wenigen Vulkane weltweit, in dessen Caldera sich ein aktiver Lavasee befindet. Der Krater hat einen Durchmesser von 50 Metern und ist 85 Metern tief. Auf halber Höhe befindet sich eine Terrasse, die aus erstarrter Lava entstanden ist. Die Lava des Sees ist ebenfalls oberflächlich erstarrt, durch die Konvektion zerbricht sie in dünne Platten, die über den See treiben. Die Prozesse, die die Entstehung und die Bewegung dieser Platten steuern, entsprechen in ganz kleinem Maßstab denen der Kontinentaldrift und der Plattentektonik. Der Erta-il ist Bestandteil der nach ihm benannten Ertaale Vulkankette, deren höchster Vulkan mit 1031 Metern der Ilbago ist. Erta-il Vulkan und Lavasee Travelreise Selmkensi Seltsamkensi. Autor D. Seltsamkensi. Ein Reisebericht in den Lavasee und Vulkan von Erta-il in Äthiopia. Der Erta-il, Afa, Ertaale oder Irtaale, Berg, der raucht, ist ein basaltischer Schildvulkan im Afar-Dreieck, Danakil, im Nordosten Äthiopiens, der sich 613 Meter über den Meeresspiegel erhebt. Er liegt auf der Riftzone des ostafrikanischen Grabenbruchs, einer kontinentalen Nahtstelle, die Ostafrika auf einer Länge von 6000 Kilometern bis nach Mosambik durchzieht. Der Vulkan erhebt sich über dem Boden eines trockengefallenen Meeres, das entstanden war, als der Danakil-Block durch die Plattentektonik angehoben wurde und dadurch das Afar-Dreieck vom Roten Meer trennte. Der Erta-il ist einer der wenigen Vulkane weltweit, in dessen Caldera sich ein aktiver Lavasee befindet. Der Krater hat einen Durchmesser von 50 Metern und ist 85 Metern tief.
Auf halber Höhe befindet sich eine Terrasse, die aus erstarrter Lava entstanden ist. Die Lava des Sees ist ebenfalls oberflächlich erstarrt, durch die Konvektion zerbricht sie in dünne Platten, die über den See treiben. Die Prozesse, die die Entstehung und die Bewegung dieser Platten steuern, entsprechen in ganz kleinem Maßstab denen der Kontinentaldrift und der Plattentektonik. Der Erdael ist Bestandteil der nach ihm benannten Erdaale Vulkankette, deren höchster Vulkan mit 1031 Metern der El Bago ist. Erdael Vulkan und Lavasee Travel Reise Selmkenzi Seltsamkenzi. Autor D. Seltsamkenzi. Ein Reisebericht in den Lavasee und Vulkan von Erdael in Äthiopien. Der Erdael, Afa, Erdaale oder Erdaale, Berg, der raucht, ist ein basaltischer Schildvulkan im Afar-Dreieck, Danakil, im Nordosten Äthiopiens, der sich 613 Meter über den Meeresspiegel erhebt. Er liegt auf der Riftzone des ostafrikanischen Grabenbruchs, einer kontinentalen Nahtstelle, die Ostafrika auf einer Länge von 6000 Kilometern bis nach Mosambik durchzieht. Der Vulkan erhebt sich über dem Boden eines trockengefallenen Meeres, das entstanden war, als der Danakil-Block durch die Plattentektonik angehoben wurde und dadurch das Afar-Dreieck vom Roten Meer trennte. Der Erdael ist einer der wenigen Vulkane weltweit, in dessen Caldera sich ein aktiver Lavasee befindet. Der Krater hat einen Durchmesser von 50 Metern und ist 85 Metern tief. Auf halber Höhe befindet sich eine Terrasse, die aus erstarrter Lava entstanden ist. Die Lava des Sees ist ebenfalls oberflächlich erstarrt, durch die Konvektion zerbricht sie in dünne Platten, die über den See treiben. Die Prozesse, die die Entstehung und die Bewegung dieser Platten steuern, entsprechen in ganz kleinem Maßstab denen der Kontinentaldrift und der Plattentektonik. Der Erdael ist Bestandteil der nach ihm benannten Erdaale Vulkankette, deren höchster Vulkan mit 1031 Metern der El Bago ist. Erdael Vulkan und Lavasee Travel Reise Selmkenzi Seltsamkenzi. Autor D. Seltsamkenzi. Ein Reisebericht in den Lavasee und Vulkan von Erdael in Äthiopien. Der Erdael, Afa, Erdaale oder Erdaale, Berg, der raucht, ist ein basaltischer Schildvulkan im Afar-Dreieck, Danakil, im Nordosten Äthiopiens, der sich 613 Meter über den Meeresspiegel erhebt. Er liegt auf der Riftzone des ostafrikanischen Grabenbruchs, einer kontinentalen Nahtstelle, die Ostafrika auf einer Länge von 6000 Kilometern bis nach Mosambik durchzieht. Der Vulkan erhebt sich über dem Boden eines trockengefallenen Meeres, das entstanden war, als der Danakil-Block durch die Plattentektonik angehoben wurde und dadurch das Afar-Dreieck vom Roten Meer trennte. Der Erdael ist einer der wenigen Vulkane weltweit, in dessen Caldera sich ein aktiver Lavasee befindet. Der Krater hat einen Durchmesser von 50 Metern und ist 85 Metern tief. Auf halber Höhe befindet sich eine Terrasse, die aus erstarrter Lava entstanden ist. Die Lava des Sees ist ebenfalls oberflächlich erstarrt, durch die Konvektion zerbricht sie in dünne Platten, die über den See treiben. Die Prozesse, die die Entstehung und die Bewegung dieser Platten steuern, entsprechen in ganz kleinem Maßstab denen der Kontinentaldrift und der Plattentektonik. Der Erdael ist Bestandteil der nach ihm benannten Erdaale Vulkankette, deren höchster Vulkan mit 1031 Metern der El Bago ist.